Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Showdown, heute im ZU-Tier mit einem Team von Absolute Infinity. Und zwar ist das ein Smogon-User. Ich habe mir das Team einfach mal von der Smogon-Seite geholt, weil, ja, ich hatte Lust auf dieses Team, war ganz cool. Und ich wollte mal ein ZU-Part machen. Also einen Part im ZU-Tier. Das Zero-Use-Tier ist das Tier unterm PU. Und ja, da gibt's halt die Pokémon, die im PU auch nicht häufig verwendet werden. Und das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache, weil man hier durchaus ein paar nice Pokémon sieht. So, jetzt ist natürlich die Frage, womit gehen wir in den Lead? Also wir haben auf jeden Fall nämlich einen Z-Water-Swanner, also mit Z-Regentanz. Dann noch ein Combusken, also ein, ach, wie heißt das Ding? Ihr wisst schon, wie es heißt. Junglut, natürlich mit dem Lehmorb, ein Qualilu, das ist das Qualilu, mit dem Walband, dann ein Amigento Wasser, ein Walschal, Levoltec und Überreste Geowatz. Wie gesagt, das Ganze kommt von Smogon direkt, das heißt, also von einem User auf Smogon. Ich werde euch trotzdem mal den Link in die Videobeschreibung packen. Und da schreibt jemand, ui, present, yo. So, also kennt mich, dann schreibt ihr mal, have fun. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir gerne Teams auch in der Videobeschreibung Ihr könnt mir gerne Teams einsenden. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einem Google Forms Dokument. Dort könnt ihr mir gerne Teams in allen Tiers einsenden. Aber ich suche aktuell echt nach ein paar ZU-Teams, weil ich hatte echt mal Bock, ein bisschen mehr im ZU zu spielen. Wenn ihr nice Teams habt, die auch schon ausgetestet wurden und nicht jetzt in 2 Minuten zusammengeworfen wurden, dann haut sie doch gerne mal rein. So, was machen wir jetzt hier? Was ist denn hier für ein potenzieller Lead? Ich finde, Swanner ist echt ein guter Lead. Voltec wäre ein bisschen nervig, aber es wäre gar nicht so schlimm. Und ich meine, da will, glaube ich, nicht mit den Voltec leaden, wenn ich sowas wie Golem habe. Ich glaube, Swanner ist ja echt ein nicer Lead tatsächlich. Er liegt mit Kecleon. Das ist okay. Der hat eine gute Spezialverteidigung. Deswegen weiß ich nicht, ob sich jetzt hier lohnt, drin zu bleiben. Der wird halt vielleicht einen Knockoff oder so einsetzen, also Abschlag. Wir könnten. Hat er vielleicht sogar Grassnot für Golem, wenn ich jetzt drüber nachdenke? Weil wenn er mit dem Golem-Lead rechnet, dann könnte das durchaus sein. Ich glaube, wir bleiben hier erstmal tatsächlich drin. Wobei, ich sehe echt gute Optionen für Swanner hier durchzusweepen, wenn ich es ordentlich anstelle. Deshalb glaube ich, gehe ich hier lieber einfach in Combusken, also in Junglut. Weil ich denke, ich kann jetzt den Abschlag nehmen. Dann ist natürlich mein Lehmorb weg, was nervig ist. Aber prinzipiell ist das erstmal okay, würde ich sagen. Deswegen, ja, ich glaube, da sehe ich uns auf diesem Play, weil wir so in der Lage sind, ja, ein bisschen offensiven Druck aufzubauen. Aber wenn ich es richtig sehe, kann, wie gesagt, dieses Swanner durchsweepen. Wenn ich auf plus 1 bin, durch Z-Regentanz erst recht. Da geht tatsächlich in Illavoltec. Interessanter Switch-Out auf jeden Fall. So, was machen wir denn hier? Wir könnten in Golem gehen. Ja, ich glaube, wir gehen hier auch immer in Golem. Ich meine, ihr könnt das predikten irgendwie. Aber ich glaube, erstmal sollte der Geowatz Switch-Out okay sein. Selbst wenn er hier auf Erdbeben geht. Ich glaube, Erdbeben wird noch nicht mal Turret Carry, wenn er Gewahrscheid ist, weil Geowatz hat eine gute physische Verteidigung. Also gehe ich einfach mal davon aus. Aber ich habe keine Ahnung, wie gesagt, vom ZU-Tier. Ich habe auch keine Ahnung von den Kalks. Ja, okay, Ice Heat macht nicht genügend Schaden. Erdbeben hätte tatsächlich dann genügend Schaden gemacht. Aber ja, man lernt also nie aus. So, wir gehen jetzt hier auf jeden Fall auf die Tarnscheine, würde ich fast sagen. Und das sollte, denke ich mal, hier eine gute Option sein, um hier ein bisschen sein Team anzuchippen. Weil, wie gesagt, die Swanner sieht dann hier echt sehr sick aus. So, was machen wir jetzt gegen Sandama, ist die Frage. Holen wir hier Swanner rein oder nicht? Oder gehen wir vielleicht sogar tatsächlich in Amigento Wasser? Weil, wenn er die Tarnscheine legt, dann kann ich darauf auch auflockern. Weil, wird wahrscheinlich sowieso spinnen und so weiter. Ja, er legt seine Tarnsteine, das ist okay. Dann können wir hier eigentlich jetzt hier erstmal Ice Beam einsetzen, schauen, was er macht. Wenn er rauswechselt, ja, ist das okay, wir chippen den halt ein bisschen an. Ja, okay, das macht gar nichts. Das ist wahrscheinlich sogar Offensivweste. Oder hat wahrscheinlich so die Offensivweste. Wir machen halt dem nicht sehr viel Schaden, aber ich will den ja eigentlich anchippen, ne? Das heißt, gehen wir einfach weiter auf einen Eisstrahl und chippen ihn langsam aber sicher ein bisschen runter und schauen, was er macht. Er geht tatsächlich nämlich auf Abschlag und das ist okay für mich, weil das Item kann nicht abgeschlagen werden und damit habe ich kein so großes Problem. Jetzt gehen wir. Die Frage ist halt, ob wir weiter auf Eisstrahl gehen oder jetzt irgendwas predikten, ne? Ne, ich glaube, Eisstrahl ist hier okay. Wir wollen ihn dann anchippen, weil wenn der weg ist, oh, wir bekommen sogar einen Freeze, aber er taucht direkt auf. Er hat nämlich Grass noch drauf, also tatsächlich doch. Okay, jetzt müssten wir doch in Combusten gehen. Wobei ich mir jetzt vorstellen kann. Wobei, wir können einfach wieder Ice Beam, ne? Er muss halt. Also, wir machen halt jetzt sehr effektiven Schaden. Wir killen ihn dadurch nicht, aber wir machen guten Schaden. Und ganz ehrlich, ich glaube, Amigento Wasser wäre doch praktisch, aber nicht super wichtig. Er geht nämlich tatsächlich auf Schattenstoß, okay.
Aber das sollte okay sein. Ich glaube, er muss jetzt nochmal auf Schattenstoß gehen. Machen wir nochmal einen Switch-Out. Ja, ich glaube, wir können Amigento Wasser nochmal später opfern. Tatsächlich können wir das machen. Wir können ja einfach in Gualelo gehen. Prediktet er das Ganze jetzt hier? Ich glaube nicht, oder? Ich würde gerne auf Gualelo gehen, aber ich habe eben das Gefühl, dass er es prediktet, weil er jetzt hier sehr lange überlegt. Wir gehen trotzdem auf Gualelo und sehen wir jetzt hier irgendwas anderes. Ne, wir sehen tatsächlich sogar den Switch-Out, okay. Das sehe ich sogar gerne, weil ich glaube, wir machen mit einem Wahlbahn-Set echt viel Schaden. Wir hauen einfach eine Rückkehr raus, let's go. Ich glaube, das sollte echt reinböllern. Weil das ist Step, das ist eine Rückkehr, das ist ein Wahlband. Das sollte Schaden machen und das sollte auch diese Licky Licky Turret on können. Ich schau mal, sonst was für eine physische Verteidigung hat Licky Licky, weil der war eher in der Spezialverteidigung ganz gut. Aber in der physischen war der, glaube ich, nicht so gut. So, Licky Licky hatte was für eine. Okay, das war, macht auf jeden Fall über 50%, das ist praktisch zu wissen. So, Licky Licky hat eine 95er physische Verteidigung und auch tatsächlich 95 in der Spezialverteidigung. Also ist beides gleich. Wir gehen einfach weiter auf Rückkehr. Ja, ich denke mal, da wird tatsächlich vielleicht so ein Mix-Defensiv sein. Vielleicht Spezialdefensiv, ich weiß es nicht. Wir hauen auf jeden Fall ein bisschen Schaden auf Sandama raus, während er natürlich jetzt sich wieder hochheilt durch Wunschtraum. Und leider hat auch den Beulenhelm drauf, das ist tatsächlich ein bisschen nervig. Aber ich glaube, ich gehe weiter auf Rückkehr. Ich will ihn weghauen, damit Voltec hier bessere Arbeit leisten kann. Weil wenn der angehauen ist, dann ist alles super. Und der wird mich halt nicht besiegen, der wird hier vielleicht so auf Turbodreher gehen und so weiter und so fort. Deswegen finde ich, dass Rückkehr hier sogar mein Play ist, also ein solider Play ist. Weil ich werde schneller sein, außer er spielt Full Speed tatsächlich, dann ist ein Speed High. Und kann ihn dann mit zweimal Rückkehr weghauen. So, wir connecten den, beziehungsweise bekommen den ersten drauf. Er geht auf den Abschlag, gut, dadurch macht natürlich jetzt hier die nächste Rückkehr weniger Schaden. Aber gleichzeitig ist es natürlich praktisch, weil er noch nicht einen Turbodreher rausgeholt hat. Und das ist echt nice. Wenn er jetzt hier Turbo dreht, dann sollte mich das... Oh, wobei, es wird mich killen. Aber er kann nicht Turbo drehen, weil... Ja, okay, nevermind. Alles gut, alles safe, Leute. Alles safe. So. Wir haben guten Schaden raufbekommen. Das heißt, Illevoltag sieht jetzt hier richtig sick aus. Wir könnten in Kombusten gehen und jetzt einen Kill schnappen. Lohnt sich das hier an dieser Stelle schon? Ich glaube tatsächlich schon. Ich glaube, wir drücken hier auf Schutzschild. Und danach killen wir den. Weil ich glaube nicht, dass er den nochmal rauswechselt, wenn ich ehrlich bin. Da sehe ich ihn nicht. Wenn ich halt auf plus 2 init bin, bin ich halt schneller als alles aus seinem Team, sehr wahrscheinlich. Und das wäre ganz super. Der geht auf Erdbeben, sehr nice. So, und jetzt können wir einfach Kraftreserve Eis drücken, besiegen den. Und so sind wir jetzt in der Lage, hier ein bisschen Arbeit zu leisten, ne? Weil wir jetzt auf plus 2 init sind. Und ja, ich denke, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich bereite, glaube ich, alles ganz gut für Illevoltag und für Swanna vor. Das gefällt mir auf jeden Fall. Weil Kecleon ist angechippt, das heißt, Swanna sieht hier auf jeden Fall sehr stark aus. Und sein Sandama ist weg, das heißt, Illevoltag sieht sehr stark aus. So, er geht tatsächlich in sein eigenes Illevoltag. Ich glaube, wir gehen hier einfach auf Feuersturm. Da Schaden rauszubekommen ist immer nice. Der hat keine gute Spezialverteidigung. Und der wird sich jetzt vielleicht sogar mit dem Stromschuss selber besiegen. Nicht ganz, aber das Nice ist, dass wir jetzt halt in unser Illevoltag gehen können. Wenn er Gewaltschalt ist, ist alles super. Und selbst wenn er nicht Gewaltschalt ist, ist das auch okay. So, und jetzt kann ich einfach so die Ice Heap drücken, oder? Ich werde niemals das Design aktualisieren. Oder ist ICP der Play? Ich glaube halt schon, weil Licky Licky, denke ich mal, durch zweimal ICP stirbt. Ja, ich glaube, ICP ist der Play. Das heißt, wir killen den jetzt hier schon mal. Und dann können wir auf jeden Fall Pidgeot nach den Tarnschein besiegen. Licky Licky können wir guten Schaden reindrücken. Wobei, wir werden ihn nicht besiegen nach den Tarnschein wahrscheinlich. Könnte man halt nachkalken. Muss man gleich mal gucken, ob ich das vielleicht mache. Je nachdem, ob er reinwechselt oder nicht. Kecleon sollten wir auch besiegen. Der hat keine gute physische Verteidigung. Nur Rapidash besiegen wir halt nicht. Das ist die einzige Sache. Und ich glaube, er wird auch in Rapidash gehen. Das wäre aber nicht allzu schlimm. Dann kann ich Amigento eigentlich opfern, sodass ich einen Safe-Switch in Swanna generieren kann. Und das wäre praktisch. Ja, ich glaube, so machen wir es jetzt ja auch. Wir gehen in Silvally, sacken den und er geht auf den Z-Move. Moment, was für ein Z-Move? Ja, Blumendum ist perfekt. Und er macht einen Doppelpunkt, Klammer auf, Emoji bzw. Smiley in den Chat. Sad Life, Mann. Hat nicht ganz geklappt, ne? So, jetzt scouten wir mal für einen Stromstoß, würde ich sagen, oder? Ich glaube, wir scouten für einen Stromstoß und gehen Electivire. Und selbst wenn er hier rauswechselt, ist das auch okay. Aber ich will halt auf Nummer sicher gehen. Weil er könnte auf jeden Fall Stromstoß spielen. Und da will ich jetzt hier nicht das riskieren. Er geht tatsächlich auf Overheat. Okay, das ist natürlich kritisch. Das ist echt kritisch. Hat er es predicted? Ich weiß es nicht. Was hat er denn gebloomdoomt? Was für Pflanzenattacken hat Rapid Dash? Solar Beam wahrscheinlich, ne? Dann ist er ein spezielles Set. Dann gehen wir jetzt hier ins Vorne rein. Roosten erstmal. Okay, das ist durchaus jetzt kritisch, ne?
Aber ich glaube, da hat er keinen Stromstoß drauf. Wieso hat er Overheat eingesetzt? Er hat doch nicht mein Switchout in Illavoltic predicted, oder? Hat er das? Ich weiß es nicht. Das würde mich halt jetzt sehr stark wundern. Aber ich glaube halt jetzt einfach gerade, dass es ein total spezielles Set ist. Und das wäre okay für mich. Das wäre echt okay. Wir gehen auf jeden Fall Ward. Das ist, denke ich mal, hier immer der Play. Wenn ich dann meinen Set Regentanz rausbekomme, dann sollte ich das eigentlich gewinnen. Wenn er eben nicht das Set ist, wovon ich gerade ausgehe. Also, beziehungsweise wenn er das Set ist, wovon ich gerade ausgehe, das spezielle Set. Okay, geht in Licky Licky rein. Ich überlege gerade, ob ich sogar den einfach mit Set Surfer angreife. Ich frage mich halt, ob ich meinen Init Boost brauche. Kann ja ganz praktisch gegen Pidgeot sein. Aber ich glaube, ich weiß halt nicht, wie viel Hurricane machen. Ich will jetzt auch gar nicht groß herumkalken. Aber ich glaube nämlich, dass Hurricane nicht in Tool kehren wird und das wäre halt nervig. Ich glaube, Surfer im Regen wird auch nicht Tool kehren. Ich glaube, wir gehen erstmal auf Raindance, wisst ihr was? Oh, das ist jetzt kritisch. Das ist jetzt durchaus kritisch. Damit habe ich nicht gerechnet mit einem Donnerblitz auf Licky Licky. Damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Ich wollte halt Regentanz einsetzen, erstmal scouten, wie viel Schaden ich mit Surfer mache, weil ich halt dachte, Licky Licky kann mir gar nichts. Aber als ob der halt Thunderbolt hat, so von allen Angriffen. Thunderbolt? Das ist halt crazy. Ein Ice Beam, offensives Licky Licky. Ja, Ziu ist crazy. Das ist halt einfach ein crazy Tier, Mann. Licky Licky mit Thunderbolt und Ice Beam, das gute alte Bolt Beam Set auf Licky Licky. Ja, wer weiß, vielleicht ist das wirklich Standard. Ich habe gar keine Ahnung, wie gesagt, vom Ziu. Ja, dann wäre es halt mein Play gewesen, Set Surfer einzusetzen. Ist klar. Ich habe halt überhaupt, ich meine, null gerechnet, dass er T-Bolt haben kann. Also, war natürlich ein Missplay, aber kein Missplay, den ich jetzt, wo ich mir irgendwas vorwerfen muss, weil ich halt einfach gar keine Ahnung habe. Also, ich muss halt sagen, ne, Ziu, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe zero Ahnung von dem HXD. Ne, auf jeden Fall GG an den guten X4M. War auf jeden Fall ein nices Match. Und ja, hätte ich natürlich dann besser spielen können mit Z-Surfer einfach angreifen. Und dann bin ich in einer guten Situation, weil ich glaube, dann kann ich mich tatsächlich auf die Kombination aus Geowatz und Swanna verlassen. Und dann hätte ich das möglicherweise auch schon gewinnen können. Aber crazy, spezielles Galoppa und Bolt Beam Dingens. Bolt Beam Dicky Dicky. Okay, wir müssen hier mit Crazy Stuff rechnen. Mal gucken, was denn der Gegner jetzt am Start hat. Wir sehen jetzt hier auf jeden Fall Sticky Web. Okay. Ich glaube, wir können da sogar mit Combusken einfach leaden, wenn ich ehrlich bin. Combusken direkt Speed Boosts rausholen. Ja, Livendi kommt in den, an den Start. Wir drücken einfach hin Power Ice, weil ich keine Lust auf Misses habe. Also, dass die Attacke misst. Und er geht auf Sticky Web. Das ist okay. Das können wir später wegdefoggen. Und ja, wir sollten jetzt schneller sein und können dann einfach mit der nächsten Kraftreserve Eis den besiegen. Wenn er rauswechselt, ist das auch okay für mich. Ich bin halt auf plus 2, bin schneller als alles. Und böllert tatsächlich auch das meiste weg, wenn ich dann mit meinen Angriffen treffe. Das ist auch ganz nice. Also Combusken sieht hier auf jeden Fall ganz cool aus. Ich hätte vielleicht auch im Match davor Combusken nicht irgendwie groß wegwerfen sollen. Ich glaube, das war vielleicht ein kleiner Fehler. Aber an und für sich, ja, wie gesagt, ich bin da einem bestimmten Gameplan gefolgt. Und ich glaube, normalerweise war das kein Fehler groß, ne? Aber ist ja jetzt nicht so wichtig. Wir schauen einfach mal weiter, wie es jetzt hier in diesem Kampf läuft. Und wir killen auf jeden Fall sein Matrifol, was praktisch ist. Denn das ist weg. Er bekommt keine Sticky Webs mehr raus, also kein Klebenetz, sobald ich die aufgelockert habe. Und das ist ganz nice. So, Koma, also sein Komatorus Komala kommt rein. Ja, Focus Blast wird er killen, wenn er halt irgendwie defensive ist. Ich weiß nicht. Lass mal protecten erstmal und scouten, was für ein Set das ist. Sleep Talk, okay, Sleep Talk, Last Resort, okay. Wir haben da jetzt nicht die besten Switch-Ins. Ich glaube, Golem kann aber reinkommen, selbst wenn er gebannt ist und wird, glaube ich, 2 überleben. Ich glaube, das sollte okay sein, ich hoffe es. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil Qualelu böllert auch nicht rein, aber es ist ein Geowatz, es ist Resisted, der eine gute physische Verteidigung. Doch, der wird das überleben, 2-mal. Das würde mich jetzt schon wundern, wenn nicht. Ja, doch, alles safe. Alles safe, Leute, das überlebt er sehr gut. Wir können ja einfach auf die Tarnschende sogar gehen. Die sehen jetzt hier eigentlich nämlich nicht drin bleiben. Können in seinen Rotomorph gehen, was okay wäre. Dann muss er halt spinnen. Dann kann ich jetzt hier eigentlich in mein Amigento Wasser gehen und direkt auflockern drücken, damit ich die das nervige Klebenetz wegbekomme. Ist auch ganz nice. Er geht tatsächlich straight auf ein Erdbeben. Bekommt somit erstmal die Tarnsteine nicht weg, was ich auch ganz gerne sehe. Vielleicht, okay, gehe ich sogar jetzt auf die Tarnsteine. Ja, ich gehe halt auf auflockern. Selbst wenn ich meine Tarnsteine damit weghole, das ist okay. Und wir können sie einfach erstmal Eisbeamen. Er ist halt schneller, was mich gerade ein bisschen stört, ne? Er ist sashed, okay.
So, würde jetzt hier auf die Tarnsteine gehen. Ich glaube, das wäre okay. Ja. Aber er geht nicht auf die Tarnsteine, geht auf das Erdbeben. Und dann würde ich sagen, ist zwar jetzt unser Amigento weg, aber wir kommen jetzt mit irgendetwas einen Kill. Und ich glaube, wir können mit Swanna uns diesen Kill holen. Einfach Surfer drücken. Das sollte ganz nice sein. Und wenn wir dann wieder die Tarnsteine rausbekommen, dann ist das auch ganz praktisch. Weil jetzt hat er keine Hazard Control mehr. Aber er hat jetzt auch nicht unbedingt die krasseste Tarnsteine-Week, muss man dazu sagen. So, wir können, glaube ich, einfach eine Voltec gehen auf Ampharos. Oder gehen wir in Geowatz. Ich meine, da könnte halt irgendwie Fokusstoß haben oder so. Aber, ja, selbst wenn. Ich glaube, Illivoltech ist dann schon der Play. Weil ich mit Illivoltech alles ganz gut abfangen kann. Das war wahrscheinlich die HP Grass oder so. Water, Eis, ich weiß es nicht. Also die Kraftreserve. Ja, ich würde sagen, wir drücken einfach Erdbeben. Was ist denn Erdbeben-Switch-In? Sleepy, ja, den chippen wir halt auch an. Das sehe ich sehr gerne. Dadurch müssen wir das Design wieder resetten, aber ist schon okay. Ja, und nächstes Erdbeben killt. Wir sind schneller, Safe Call. Das heißt, wir drücken einfach Erdbeben. Und ich glaube, wir sweepen jetzt hier einfach durch, oder? Was ist seine Erdbeben-Antwort in dem Team? Mawai ist nicht seine Erdbeben-Antwort. Vor allem, wenn er keinen Bedroher drauf spielt. Shocky ist, glaube ich, auch nicht seine Erdbeben-Antwort. Er überlebt zwar den Hit, aber... Ja, der wird mich halt nicht killen. Wir gehen einfach nochmal auf Erdbeben. Ja, also... Das sieht gerade ziemlich gut aus. GG, ich glaube... Das war nicht zu gewinnen für ihn. Aber ich glaube, das war auch kein so gut gebautes Team, wenn du halt einfach so von Illivoltech zerstört wirst, was wahrscheinlich im Meta eins der besten Mons ist. Ich habe mir jetzt nicht das Viability-Ranking angeschaut, aber ich gehe mal davon aus. Dann muss da natürlich schon etwas geändert werden an dem Team. Ich meine, Klebenetz, ich verstehe die Taktik, ne? Klebenetz rausholen und einfach mit Qualilo alles wegballern. Aber das klappt auf Dauer, glaube ich, nicht unbedingt. Vor allem, wenn man so eine gute Hazard Control wie Amigento hat. Oder Amigento Wasser in dem Fall. Weil der ist schon ganz praktisch tatsächlich. Weil er einen soliden Bulk hat. Und ich glaube, für Zio-Tier macht er schon einiges. So, wir sehen einen Farbigel. Okay. Wollen wir einfach mit Golem leaden und Rock blasten. Ich meine, er kann mich dann spawnen, was okay wäre. Ich glaube, ja. Den kann ich auch gespawnt lassen oder spawnen lassen. So kommt Spinder tatsächlich in den Lead. Moment, spielt einfach Contrary mit Superpower. Das wäre ziemlich cool tatsächlich. Das wäre sehr, sehr cool. Was für eine Verteidigung hat Spinda? Ich glaube, die ist sehr bad. Ich glaube nicht einfach, dass ich drin bleiben kann und Erdbeben drücken kann. Weil so viel Schaden macht er mir noch nicht. Ja, ich glaube, Erdbeben, let's go. Warte. Assist? Warte, was? Moment mal ganz kurz. Das ist doch Zuschuss, oder? Das heißt, er gönnt sich den V-Crate von Smeargle. Alter, was ist das denn für ein Set? Und warte, das klappt? Es kommt immer V-Crate raus? Ich bin jetzt gerade komplett verwirrt von diesem Set. Ich bin gerade komplett verwirrt. Ja, wir EQ'en einfach weiter. Hat er jetzt nur V-Create, weil dann bringt das auch nicht so. Rest. Oh, lol. Moment. Das ändert gerade einiges. Das ändert gerade einiges. Boah, ja, warte mal. Ich müsste aber Komala eigentlich reinwechseln können, oder nicht? Mit Umkehr und das ist schon eine interessante Taktik tatsächlich. Ich glaube, wir gönnen uns erstmal Swanna, um den Regen rauszubekommen. Recycle mit der Lumberry. Oh, okay, das ist ein interessantes Set. Puh. Wir roost jetzt hier einfach. Das ist ein interessantes Set. Ich könnte ihn halt Toxic, aber der hat halt immer eine Lumberry, ne? Das ist halt das Problem. Wir können aber die Lumberry knock-offen. Also gehen wir wahrscheinlich jetzt in den Komala rein. Sollten V-Crate ganz gut überleben. Boah, das war trotzdem guter Schaden. Wir knocken den auf jeden Fall. Okay, hat Return noch im Set. Und das crittet auch noch. Ach, geh doch nach Hause. Geh doch einfach weg, Mann. Upsa. Ach, Mann, als ob er dann nur noch Hex bekommt. Weißt du, wenn ich knocken kann, dann ist das praktisch. Und so, ja, ist natürlich ein bisschen nervig tatsächlich. Okay, ich würde sagen, wir hurricanen ihn, um die Verwirrung zu bekommen. Moment, wieso macht das so viel Schaden? Wieso macht das so viel Schaden? Ich bin halt jetzt gerade komplett verwirrt. Ich habe die Confusion bekommen, aber die Lumberry ist getriggert. Ja, crazy. Dieses Spinner-Set böllert mich gerade um. Ich bin stolz auf die Gegner. Auch mit ein bisschen Luck, muss man dazu sagen. Aber ich weiß nicht, ob das gemattert hat, tatsächlich. Der Crit Return, aber der macht halt echt... Ja, ich bin gerade komplett verwirrt. Wie funktioniert diese Assist-Sache? Slash,
Data Assist. Was ist das? Das ist doch Zuschuss, ne? Wieso bekommt er immer V-Crate dadurch? Weil er doch ein Random... Haben die alle V-Crate? Warte. Aber die können doch nicht alle V-Crate haben. Na, mein, ich bin gerade sehr verwirrt, wie das funktioniert. Ich bin gerade sehr verwirrt. Recycle, ja. Ich kann ja gerade nur auf einen Crit hoffen. Rock Blast Crit oder so. Ja, wobei Rock Blast Crit bringt mir auch nichts. Ich muss auf einen EQ Crit hoffen. Am Ende des Tages. Ups, ja, kann auch gar nicht. Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, wir skippen hier einfach die Turns und hoffen, dass vielleicht irgendwann mal Rock Blast EQ crittet. Dann können wir noch gewinnen in der Theorie. Aber was ein weirdes Set, Mann. Was ein weirdes Set. Ich glaube, ich muss sogar protecten. Wobei, ich EQ jetzt hier, falls jetzt hier... Warte mal, er restet mich immer noch nicht, ne? Ich EQ jetzt hier auf jeden Fall. Okay, wir protecten. Kommen damit HP recovered. Bei an für sich könnte man das über, sogar noch gewinnen durch die Überreste einfach. Wir queuen ihn halt die ganze Zeit. Wir haben halt nicht so viel AP dafür. Das ist das Problem gerade, ne? Das ist halt das Problem. Solange ich ihn halt critten würde, wäre halt alles super. Da wäre halt alles super. Ich Rockblast jetzt einfach mal. Aber das ist halt schwierig tatsächlich. So, dann protecte ich. Dann Rockblasten wir nochmal. Dann muss ich halt einfach irgendwie auf diesen Crit hoffen. Als ob ich hier übrigens halt fünfmal treffe. Ich meine, EQ-Crit würde mir eben das Match gewinnen. Aber es ist gewinnen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich bin einfach gerade komplett verwirrt von diesem Set. Aber mal so komplett, komplett verwirrt. Weil, warte mal kurz. Assist, Zuschuss. Bekommt auch immer ein random Move aus dem Team. Wie kann es sein, dass er immer V-Crate bekommt? Und wie macht er so viel Schaden mit Rückkehr? Wie hat das so stark reingeballert gegen Swanner? Der muss ja irgendwie voll offensiv sein. Und irgendwie noch ein... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Er hat halt eine Brunusbär. Er kann doch nicht mal ein Damage Boost ins Item spielen. Ich weiß es nicht, Leute. Erklärt mir gerne, wie dieses Set funktioniert. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Ich habe gar keine Ahnung. Und wisst ihr was? Ich werde das versuchen, nochmal zu Ende zu spielen. Und jetzt einfach das rausschneiden. Und wenn ich es gewinne, dann gewinne ich es durch einen Crit. Wenn nicht, dann halt nicht, würde ich sagen. Ich glaube... das ist jetzt einfach, ne, mein Gedankengang dahinter. Aber euch das jetzt anzutun, ist ja auch unnötig. Also bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe das nicht mehr gewonnen. Ich hätte das halt nur durch Hex gewinnen können. Das war ein sehr weirdes Match. Aber, Leute, ich habe nochmal ihn nachgefragt, wie der Zuschuss genau funktioniert. Also ihn gefragt. Und nicht jede Attacke kann man durch Zuschuss bekommen. Und die einzige Attacke, die er durch Zuschuss bekommen kann in diesem Team, ist V-Crate. Also eine coole Taktik auf jeden Fall. Wenn man natürlich Buddha hat oder so, dann ist das Set halt einfach bad. Aber so ist es halt schon ganz lustig. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht trotzdem. Und ich hoffe, euch hat diese Siegeraufnahme Spaß gemacht, auch wenn die super weird war. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Leute, schiebt mir gerne Teams ein. In der Videobeschreibung ist, wie gesagt, ein Dokument. Bewertungen und Kommentare sind sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.